Wir wollen uns mit der folgenden Situation beschäftigen. Wir haben ein Alphabet gegeben, beispielsweise das Alphabet, ein endliches Alphabet A1 bis AN. Und wir wollen uns die Frage stellen, ob die Menge aller Wörter über diesem Alphabet, also die Menge Sigma Stern, ob das eine abzählbare Menge ist. Nun, wie wird man typischerweise vorgehen? Ich muss jetzt also versuchen, eine Zuordnung herzustellen zwischen der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge Sigma Stern. Also wir suchen irgendwie eine Zuordnung von Sigma Stern und der Menge der natürlichen Zahlen. Das heißt, ich muss jedem Element, jedem Wort aus Sigma Stern eine eindeutig bestimmte natürliche Zahl zuordnen. So, wie würde man typischerweise vorgehen? Ich muss also die Elemente von Sigma Stern irgendwie systematisch aufzählen. Und wenn man sich mal Beispiel eines Telefonbuches hernimmt, dann würde man beispielsweise so vorgehen, dass man zunächst alle Wörter nimmt, die mit A1 beginnen, A1, und dann kommt vielleicht A1, A2, das Wort A1, A2, A3, das Wort A1, A3, A2 und so weiter. Das Problem hierbei ist, dass ich, wenn ich so vorgehe, ich bei diesem und so weiter eine unendlich lange Folge von Wörtern bekomme und somit niemals ankommen würde bei den Wörtern, die beispielsweise mit dem Symbol A2 beginnen. Ja? Also beispielsweise A2, A21 und so weiter. Ja? Problem, hier gibt es unendlich viele Wörter. Das heißt, wir müssen eine etwas andere Reihenfolge der Auflistung der Wörter aus Sigma Stern vollziehen. Und ein Ansatz wäre das folgende. Wir würden jetzt versuchen, die Wörter systematisch aufzuschreiben. Und zwar zunächst mal alle Wörter der Länge 0, das ist das leere Wort. Dann verwenden wir alle Wörter der Länge 1, das heißt, es ist das Wort A1, A2 bis zum Wort AN. Ja, das sind alle Wörter. Dann würde man beginnen mit allen Wörtern oder fortführen mit allen Wörtern der Länge 2. Das heißt A11, A1, A2 bis zum Wort A1, AN. Und dann weitermachen mit A2, A1, A2, A2 bis A2, AN. Bis ich halt sozusagen alle Wörter habe, die mit einem Zeichen aus Sigma beginnen. Also bis zum Wort, ich mache mal hier weiter, bis zum Wort AN, AN-1 und AN, AN. Also das sind im Prinzip alle Wörter der Länge 2. Und im Folgenden dann alle Wörter der Länge 3, alle Wörter der Länge 4. Und damit können wir eine Zuordnung machen. Wir würden diesem Element die Zahl, ich mache das vielleicht mal in einer anderen Farbe. Das ist sozusagen das erste Element, das ist das zweite Element, das dritte Element, das n plus erste Element, ja, das n plus zweite Element und so weiter. Dies ist eine definiert eine Abbildung f auf die Menge von der Menge der natürlichen Zahlen auf die Menge Sigma Stern. Und zwar ist f eine surjektive Abbildung. Für jedes Wort aus der Menge Sigma Stern gibt es eine natürliche Zahl, sodass diese natürliche Zahl abgebildet wird durch f auf dieses entsprechende Wort. Das heißt, wir haben eine surjektive Abbildung und das ist gerade die Definition der Abzählbarkeit. Das heißt, wir haben eine Zuordnung der natürlichen Zahlen auf die Wörter des Alphabetes. Ja, und damit ist der Nachweis vollbracht. Damit ist gezeigt, dass Sigma Stern eine abzählbare Menge ist.